Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von der Let's Play GregTech New Horizon. GregTech New Horizon, zusammen mit mir, die lieben Silence, der niesenden Blue Jenny. Ich hab dich genießt. Und dem Fensterbauer Flame. Hallo. Warum Fensterbauer? Hier Fenster, mir ist nichts Besseres eingefallen. Also Fenster, ja, aber Bauer? Der Agrarökonom Christian. Besser? Der kommt jetzt auf Agrar. Bauer. Also, Bauer du, auf Hochdeutsch heißt Agrarökonom. Ja, weißt du, wenn ich in Steam jetzt gerade online wäre, würdest du wenigstens. Also würdest du mich kannst du uns ganz schnell mal runtermoven? Ja. Beste Vorbereitung. Dann würde das wenigstens Sinn ergeben. Aber ich bin in Steam offline. Daher ja, finde ich das gut. Lustig. So, also, wir haben jetzt knapp anderthalb Wochen nicht aufgenommen, glaube ich. Ja, anderthalb Wochen ist jetzt her bei uns. Ich habe ein bisschen die Folgen vergeigt, in der richtigen Reihenfolge hochzuladen. Eigentlich haben wir jetzt nichts so Relevantes gemacht, dass es zu sehr komisch wird. Danke, Flame. Aber für die, die es stört, ab jetzt sind auch die Folgen wieder richtig. Wir haben dann, ich weiß nicht, ob wir die Sachen jetzt da gemacht haben, die sind mir jetzt gerade aber egal. Wir haben zwischendurch einmal eine Divine Rod gebaut. Ich glaube, hier habe ich die reingepackt, genau. Jo, willst du Wassertank hinhaben? Weiß ich noch nicht, müssen wir noch gucken. Ich hab Jenny gefragt. Achso. Ja, ich brauche den Wassertank. Was? Ja, für Dampf. Ich bin jetzt erstmal versorgt für die nächsten paar Tage. Okay. Ja. Gut, so, auf jeden Fall, die Divine Rod funktioniert so, dass man da ein Erz reinpacken kann. Nehmen wir einfach mal Kohle. Dann hört man das richtig nicht nervend. Wenn noch irgendwo Kohle da ist. So. Und jetzt sieht man, zack. Er zeigt sozusagen, ich weiß nicht genau in welchem Radius. Boah, ich mach's wieder aus. Bist du doof? Ah, danke, so. Versuchst du mir gerade die ganze Zeit zuzuschmeißen? Nein. Ja, du willst, du weißt ja nicht, wohin damit. Ja, auf jeden Fall, da hört man dann sozusagen so einen Ton. Ich glaube, das waren 64 Blöcke tief und irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Blöcke Radius um einen rum, macht er diesen Lärm. Damit haben wir ein wenig erkundet. So ganz wenig, wie man hier sieht. Wir haben hier unterirdischen Tunnel lang gebuddelt, bis Jenny dann einfach random durch die Gegend geflogen ist und hier ein Diamantvorkommen gefunden hat. Das ist nicht random. Das war nicht random. Ja, du bist einfach dahin geflogen und hattest Glück, dass es angezeigt wurde. Das meinte ich damit. Das auch nicht. Was denn? Ja, wir haben uns aufgeteilt und ich bin nach, nee, ohne Seife wasch, nach Osten gelaufen. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quellen gebraucht, bis ich sie gefunden habe. Ja, gut. Auf jeden Fall, ja, wir sind im Endeffekt ein bisschen durchgegangen. Haben da auch schön was gefunden, Flame. Dann kannst du auch gleich die Kohle, die du geklaut hast, einfach wieder reinpacken im Ofen. Damit die Öfen jetzt mal voll sind. Ja, das geht auch. So. Nee, auf jeden Fall, damit haben wir jetzt Diamanten gefunden. Den Diamanten brauchen wir für den Mace Raider gleich. Und ja, dann war es das eigentlich, was wir so vorbereitet haben. Jetzt ist mir eine Frage eingefallen. Ja, und was denn? Ach, die wir ja haben, ist Journey's Journey Map, ne? Ja. Ja. Aktualisiert sie sich auch, wenn ich in-game bin? Ja. Wenn ich die, sagen wir mal, austausche. Du musst neu connecten einfach nur. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich habe Vizibis Utilities installiert. Das heißt, wir können jetzt auch in Zukunft Chunkload ohne Probleme. Ich bin der Einzige, der es installiert hat, also für die, die es interessiert. Man kann das einfach auf den Server draufziehen und quasi die Clients, die es nutzen wollen, müssen es installieren und die anderen, die können trotzdem ganz normal joinen. Sofern beide OP sind. Weil ansonsten können die natürlich in dem Gebiet nicht abbauen. Außer man markiert die, glaube ich, als Freunde oder so, aber keine Ahnung, wie das genau funktioniert. So, dann habe ich auch einen ganzen Haufen Coke Oven Bricks vorbereitet. Denn wir werden demnächst in das Stahlzeitalter fortschreiten. Und da brauchen wir Coal Coke ohne Ende. So. Genau. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen und zwar die Pisten craften. Ich weiß gar nicht, was da noch gefehlt hat.
Könnt ihr bitte mal die Crafting Table einfach leer machen? Wenn ihr sie benutzt habt? Nee. Ja, merke ich. Da bin ich ja gerade dran. So, was brauche ich für das Iron Gear? Ein paar Rods. Haben wir noch Eisen? Ja, das reicht definitiv nicht. Flame? Ja? Würdest du mir ein bisschen Eisen zumindest übrig lassen? Aber nee, ich hab... Reicht. So. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Könnte daran liegen, dass wir direkt nach dem Essen aufgenommen haben, weil wir ein bisschen Zeitdruck haben. Hust. Dafür, dass ihr die Folgen bekommt. Ja, ist ja so. Also, an sich, ich glaube normal, wenn das Projekt nicht so gern gesehen wäre, würde ich es, glaube ich, nicht aufnehmen heute. Dann würden tatsächlich ein paar Folgen ausfallen, aber es kommt ja echt super bei euch an. Das ist echt schön zu sehen. So, das heißt, wir können jetzt ein Macerator endlich machen. Und wir können ein Kompressor machen. Und wir können theoretisch Glas machen. Und wir können ein Extraktor machen. Und ein Forgehammer. Das sind, glaube ich, die vier Maschinen, die wir bauen müssen. Ja. Gut, dann baue ich gleich alle vier. Wenn schon, denn schon. So, Alloy-Smelter, Furnace und Coal-Boiler habe ich. Da brauche ich noch mehr Platten. Ich brauche mehr Bronze. So. Das war, glaube ich, zu viel. Egal. Gut, dann einmal den Macerator. Yes. Dann den Kompressor. Ich hole mir nochmal Pisten. Ah, schon wieder Münzen. Münzen. Ja, die Münzkiste ist bald voll. Just like Mom used to make. Okay. So, dann den Kompressor. Extraktor können wir noch nicht. Und da brauchen wir erstmal den Kompressor. Okay. Das heißt, wir können das jetzt wirklich aufbauen. Dann würde ich es einfach mal kurz hier in die Ecke aufbauen. Müssen wir uns nur überlegen, wie wir das Ganze handhaben mit dem Tank dann dazwischen. So. Zack, zack. Genau. Also, den Water Tank, den hat Flame uns ja netterweise fertig gemacht, der produziert sozusagen durchgehend Wasser. Sogar recht viel. Ich glaube aber, wir brauchen da noch einen zweiten von. Müssen wir aber ausprobieren. Verbindet der sich automatisch? Ja. Das ist gut. Ja, ist okay. Okay. Ich wollte gerade fragen, was ist da denn jetzt los? Da war ein Magen. Das war kein Magen, das war ein Motorrad. Heat Limit 2 Kelvin. Control Bronze Fluid. Okay. Large, huge. Ja, wir brauchen ja nicht nur die Large. Okay, das bedeutet, ich brauche definitiv mehr Platten, weil die schon wieder alle sind. Shit. Also vielleicht haben wir keinen Bronze mehr. Ups. Unvorbereitet. Unvorbereitet tatsächlich nicht. Unzureichend vorbereitet, würde ich eher sagen. Jetzt habe ich keinen Hammer mehr. Da sind noch welche drin. So. Dann würde ich nämlich hier den... Also wir brauchen übrigens zwei Valves.
bei dem Tank. Ich weiß nicht, was du bauen musst. Abi! Ja? Ich habe schon tausende von denen gebaut. Okay. Ich will nicht sterben. Zwei, nein! Drei. Ich wollte nicht sterben. Dann würde ich das sagen hier Sie alle. Den Output nehmen. So. Und darunter die beiden Boiler, die sich anscheinend nicht verbinden. Okay, jetzt verbinden die sich hoffentlich. Aus irgendeinem Ludwig schon mal Iron Bars hergestellt, also herausbekommen. Ich glaube oh, nicht. Ja, doch, hier. Echt? Glück habe ich. So. Tobi. Die sich jetzt oder nicht? Ja. Bronze. Ein bisschen habe ich noch. 1, 2, ich brauche 6, 12, 24. Nein, das sind meine genau 24 Stück, die ich noch übrig habe. Ich habe 23, habe jetzt aber nichts mehr zum Werkzeug reparieren. Die Smeltery ist ja auch leer. Ja. Ja, komm her, denn hier kriegst du die 24. Ich schmeiß noch ein bisschen. Noch ein. Kannst Rest wieder reinpacken, einfach. 32 davon. Und was war jetzt Kupfer? Das ist Eisen. Ist auch Eisen. Auch Eisen? Ah, das ist Kupfer. Oh, wir müssen unbedingt gleich noch wieder Kupfer farmen gehen. Wie viel Kupfer brauchst du? 10 habe ich noch einstecken, wenn du brauchst. 10.000? Ja, 18.000? Ah, ja. So in etwa. Also Kupfer haben wir noch 1,5-6 Smeltery unten drin. Ja. Ja, ein bisschen Kupfer brauchen wir auch noch so. Gut. Das heißt, der hat immer noch kein Wasser drin, weil er immer noch rauspumpt. Interessant. Ich habe auch nicht genug, um das zu verbinden. Ich würde gerne. Also auf jeden Fall Macerator, Kompressor, Alloy Smelter, Furnace. Ja, wobei brauchen wir überhaupt. Du hast gesagt, das ist Wrench, oder? Ja. Dann schmeiß ich mal rüber. Ja, dann darfst du eine neue bauen. Was? Wow. Ja. Hab ich dir gerade das ganze restliche Bronze zugeworfen? Ganz zufällig ja. Das ist. Uff. Hauptsache, das okay. Hat. Das hat gerade. Das hat gerade gepasst wie eine Faust aufs Auge, was gerade passiert ist. Ja. Wir haben ein wenig Materialmangel. Oh. Ich meine, ich brauche 24 pro Iron Tank Well. Was? Ja. Ach du Schande. Immerhin eine habe ich schon. Okay, ich dann gucke ich mal, wie ich Glas mache. Ich brauche Glas. Ja, das kannst du sogar was gleich von mir kriegen. Was mir hier für Aufgaben? Oh, wir haben Glas. Könnte sogar so genug sein. Wo haben aua wir. Oh, es reicht. Drei davon. Okay. Also, und acht davon. Jetzt gerade ein neues Ding ins Her. Oh, sehr schön. Ja. Ich versuche zumindest gerade Glas herzustellen. Denn für die Range ist doch ganz. Noch muss ich keine neue herstellen. Dein Ernst? Ja. So. Dann das Glas wahrscheinlich schmelzen ist dann einfach Clearglas, oder? Nein. How about like some grind up some sand and fill in and craft some glass dust. Put in your smeltery. Okay. Wenn ich weitermache, mal gleich kein Werkzeug mehr. Ja, ich darf jetzt erstmal Glas machen. Viel Spaß. Du warst das schon.
Dauert auch nicht lange. Ja. Übrigens, Hast du gerade das gesamte Glas da rausgenommen? Nein, ich habe nicht ein einziges Glas genommen. Okay, okay. Ich stelle selber Glas her. Okay. Alles gut. Alles klar. Ja. Übrigens, es kam auch der Entwickler des Modpacks hat tatsächlich das Video gesehen. Oder eine der Folgen bei uns. Was? Ja. Faszinierend. Er hat sogar drunter geschrieben und er ist gespannt, wann wir wann wir auf dem Mond sind und wie weit wir das Pack tatsächlich spielen werden. Aber ich wusste gar nicht, dass er ein Deutscher ist. Also schöne Grüße nochmal. Pack ist bis jetzt echt super, falls du das Video nochmal siehst. Dort schwimme ich mit einer. Warte mal, wir hatten doch einen ganzen Haufen Pumpkins. Also wirklich einen ganzen Haufen. Das kann sein, das weiß ich nicht. Flame? Und ich. Was ist? Pumpkins, also hier Kürbisse. Uff. Wir hatten einen ganzen Haufen. Und jetzt finde ich außer 8 Stück nichts mehr. Nichts. Vielleicht hast du die alle verbraucht. Nein, ich muss jetzt Pumpkin-Kuchen machen. Aber ich. Ich weiß von nichts. Wasche meine Hände mit Unschuld. Mit Unschuld, ja. Genau, weil wir müssen jetzt nämlich ein mit. Bricked Blast Furnace bauen. Da, Bricked Blast. Ja. Ist das kein Multiblock? Verdammt, jetzt die Wrench kaputt. Soll ich gemeinsam sein? Du machst das schon, ne? Ich will nicht. Hey, Nein, also Flame. Ich habe gerade Lootbags geöffnet. Ich habe einen Wrench rausbekommen. Nice. Ist aber meine. Tobi, ich brauche jetzt eine Hilfe. Entweder Iron Tank will. Es braucht jetzt 24 Kupfer. Ach, Bronze. Sonst ist es nicht teuer. Oder ein Lootbag. Ich würde fast eigentlich immer Lootbag sagen. Okay. Ja, übrigens, das nächste, was du machen darfst, ist ein Bricked Blast Furnace. Okay. Das sind anscheinend 36 Fire Bricks. Ich habe 8 Kupfer und 8 Strings bekommen. Okay. Also ich muss schon mal nicht mehr farmen. Ha. So. Haha. Ich wollte hier die Vows haben. Also ich ziehe Glas oder ein Lootbag. Da bin ich schon fast geneigt dazu, das Glas zu nehmen. Egal. Achso, ich krieg beides. Oh, wie schön. Was hast du gesagt? Was mache ich? Zack, warte. Ja, er funktioniert. Er funktioniert. Muss ich nur noch Pisten oder Pisten? Gar nichts von beiden. Also erstmal gucken, was wir brauchen. Ich weiß nicht, was wir brauchen, deswegen. Okay. So, auf jeden Fall können wir jetzt 576 Buckets schon mal lagern in dem Tank. Also im Allgemeinen, diese Water Tank Seeding ist einfach ein 3x3x3 Block in der Mitte hohl. Der produziert Wasser. Mit Hilfe der Bronze Fluid Pipes holen wir quasi das Wasser aus denen raus und packen es hier in die Valve rein. Die Railcraft-Tanks, die müssen, ich glaube, nicht mal, also rechteckig, nicht mal quadratisch sein. Also Seitenlänge ist egal, Hauptsache es ist ein Rechteck. Die können, glaube ich, bis zu 32x32, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, und 32 hoch oder sowas werden und speichern halt pro Block sozusagen so und so viel Wasser. Das Ganze gibt es dann später auch noch als Stahlvariante. Wo dann halt logischerweise, ja, mehr ist. Ach, da steht's bei tatsächlich. Höhen sind 4 bis 8 und Durchmesser oder Radius, Diameters, keine Ahnung, 3 bis 9. Also 3, 5, 7 oder 9 breit. Okay, dann geht das hier tatsächlich nur bis 9 mal 9, aber ja. Ist, glaube ich, trotzdem einiges.
Aber ich würde sagen, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Bis zum nächsten Mal bereite ich nochmal ein paar Pipes vor. Guck mal, wie man hier das Wasser rauskriegt. Weil eigentlich würde ich hier jetzt gerne das Wasser rauspumpen, aber ja. Keine Ahnung wie, das muss ich mir mal kurz angucken. Ich würde sagen, Fingers, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio.